Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten mit neuen Updates aus Grünheide und den verschiedenen Auslieferungsoptionen. Genauso schauen wir auf das Thema Tesla Semi und weitere Details zum Laden, Reichweite und mehr. Genauso schauen wir auch noch nach Shanghai, denn da gibt es auch interessante Entwicklungen. Als allererstes gab es ja noch eine Präsentation in Grünheide. Es soll noch bis 2024 geplant werden. Wir kennen es. Formalitäten, Behörden, dauert alles sehr ewig. Am Ende des Tages sollen aber hier verschiedene Konzepte dann umgesetzt werden. Auf der rechten Seite Auf- und Abfahrt, das ist genau dort, wo wir auch den Parkplatz vor der Fabrik haben. Und in der Mitte, das ist dann die Auf- und Abfahrt, genau da für den Logistikteil. Denn da wird ja dann auch vor allem das Auto weggefahren, welches die Transporter beladen haben. Dann haben wir noch neue Bilder aus Belgien. Wie zu erwarten ist es so, dass die ersten Quicksilber dann tatsächlich an Auslieferungszentren oder Showrooms gegangen sind, damit die Leute die Möglichkeit haben, dieses Auto auch mal Test zu fahren. Diese erste Phase sollte sicherlich bald beendet sein und dann nach meiner Meinung nach und der logischen Reihenfolge müssten dann auch die ersten Auslieferungen mit dieser neuen Farbe tatsächlich stattfinden. Sollte irgendeiner von euch diese Farbe bekommen, lasst mich gerne auch persönlich wissen, könnt mich immer gerne kontaktieren. Dann haben wir noch Updates, wie gesagt, aus Grünheide zu den verschiedenen Auslieferungsoptionen und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Punkte, die zu beachten sind. Wir haben als allererstes über einen Voucher gesprochen von 400 Euro und dann gibt es auch jetzt noch Leute, die eine Wallbox statt den 400 Euro bekommen sollen. Es gibt aber auch Berichte und jetzt wird es nämlich ein bisschen kantig und ein bisschen fies. Es gibt auch Berichte darüber, dass wenn einem angeboten wird, und hier ist zum Beispiel auch eine E-Mail, man kann auswählen zeitnahe Auslieferung, nächstes Jahr Auslieferung oder abbestellen. Diese E-Mail haben wohl viele Leute bekommen und es berichten auch immer mehr, dass sie einen Anruf bekommen, ihnen angeboten wird, das Auto aus Grünheide abzuholen und wenn man dieses ablehnt, dann wird einem mitgeteilt, dass man das Auto erst in 2 bis 3 Monaten bekommt. Das heißt mit anderen Worten, wenn du dein Auto per Anruf angeboten bekommst und du musst es in Grünheide abholen und wirst dieses nicht tun, dann bekommst du das Auto nicht mehr dieses Jahr. Natürlich bedeutet das nicht, dass jetzt jeder einzelne Kunde das Auto dort abholen muss, aber es hat Berichte gegeben, dass Leute in Schleswig-Holstein, auch in Bayern oder eben halt auch zum Beispiel Hamburg dieses so angeboten haben. Es wurde auch immer kommuniziert, dass das keine Drohung sein soll, sondern dass man hier entsprechend den Kunden einfach mitteilt, dass das jetzt die Strategie ist für die letzten Wochen. Ja, da streiten sich jetzt Leute drüber. Einige freuen sich, dass sie das Auto jetzt bekommen können. Andere sagen, sie finden diese Strategie unverschämt, dass man da hinfahren muss. Lass mich gerne wissen, was du dazu denkst. Wir wissen, dass Tesla hier immer wirklich eine Gratwanderung tätigt und dass es nicht jedem passt, wie Tesla hier tatsächlich die Leute dazu bringt, sogar noch das Auto abzuholen. Es wird auch keine Werksführung geben. Auch das wurde nochmal bestätigt. Einige haben ja gehofft, okay, ich hole mir das Auto ab, dann kann ich mir vielleicht noch eine Werksführung buchen oder mitmachen. Das auch ist nicht der Fall. Dann schauen wir auf das Thema Laden für den Tesla Semi. Wir alle wissen, wir haben ja V2-Ladestation und wir haben V3-Lader. Und jetzt sollen die V4-Lader kommen. Diese sollen dann für den Tesla Semi sein, aber auch für den Cybertruck. Und mit einem Megawatt ist das natürlich unglaublich. Also wenn man das wirklich erreichen würde, hier hast du rechts auch nochmal veranschaulicht, wie das dann tatsächlich im Innern aussieht, wenn es ums Laden geht. Da wurde auch nochmal vieles besser gemacht. Also ich sage mal so, für einen Tesla Semi und Cybertruck wäre das wirklich ein enormer Gewinn. Man soll am Ende es schaffen, dass 70% der Reichweite innerhalb von 30 Minuten dann auch entsprechend aufgeladen wird. Da muss ich sagen, das ist schon Wahnsinn. Und wenn wir bedenken, dass die 500 Meilen fahren können, selbst wenn es am Ende im Winter 400 Meilen sind, die müssen ja auch immer Pausen machen, wir als private Person ja eigentlich auch, aber wir fahren ja immer gerne ein bisschen länger. Genauso ist es so, dass bei den elektrischen Kosten, die man so als Firma hat, die ja immer niedriger sind als Privatpersonen, man tatsächlich jetzt mit dem Semi im Vergleich zu Dieseltrucks
circa 28 Cent Dollar einsparen kann. Wenn man das aber noch weiterführt, dann kann es sogar noch mehr werden, bis zu 49 Cent Dollar. Und das erkennen natürlich jetzt auch ganz viele Unternehmen. Hier ist nur mal ein Beispiel, also nur ein Ausschnitt einer Liste von Unternehmen, die auch schon Tesla Semi bestellt haben. Wenn ich mir so die deutschen Autobauer, aber auch die Autobahnen anschaue, dann muss ich tatsächlich sagen, bei uns auf den Autobahnen würde ein Tesla Semi oder eine elektrische Variante mit diesen Performance-Zahlen tatsächlich sehr, sehr gut gesehen sein. Und da ist natürlich das Problem der Infrastruktur. Da werden wir mal schauen, wann Tesla dieses Produkt nach Europa bringt. Was auch ein Thema gewesen ist, ist ein Interview mit dem Designchef. Und da wurde auch nochmal so indirekt, ohne jetzt auf Details zu gehen, bestätigt, dass man entsprechend schon wieder an einem weiteren Produkt arbeitet. Das ist jetzt erstmal keine große Überraschung, denn in Grünheide wird expandiert werden. Da werden wir hoffentlich Details in den nächsten Wochen erfahren. Genauso in Shanghai gab es die Expansionspläne und Gerüchte. Und meine Vermutung, und wie gesagt, hier ist jetzt eine Vermutung meiner Seite, ist, dass Tesla tatsächlich so viel Kapital haben wird in dem Moment, wenn sie dieses Produkt starten, dass sie in allen Fabriken gleichzeitig dieses neue Produkt hochfahren werden. Sprich, in circa 2 Jahren werden sie in Shanghai dieses Produkt und dieses kleinere Auto wahrscheinlich dann gleichzeitig beginnen zu produzieren. Genauso wie in Grünheide, das werden wir vielleicht auch schon bald wissen, ob sowas dann da geplant ist. Und genauso in Austin oder vielleicht auch in einer anderen Fabrik in den USA. Und das kann dann dazu führen, dass man wirklich auch dann erst das Ziel erreicht, was man ja ursprünglich für 2030 hat, nämlich 20 Millionen Autos pro Jahr zu verkaufen. Und seien wir mal ehrlich, ich habe immer gesagt, Model 3 und Model Y, die werden sich super verkaufen. Aber wir sehen das in aktuellen Diskussionen auch sehr oft, wenn es um die Preise von Elektroautos geht, dass es einfach wirklich so ist, dass ein kleineres oder ein etwas kompakteres Auto für einen günstigeren Preis dann auch entsprechend eine viel größere Käufergruppe noch erreichen wird. Und wenn Sie das alles gleichzeitig starten werden, mit der Erfahrung, die Sie über die letzten Jahre haben, dann bin ich mir sicher, dass Sie dieses Ziel auch erreichen können. Nur mit dem Model 3 oder Model Y sehe ich das. Und dann natürlich in der Nische noch Model S und Model X. Selbst wenn der Cybertruck ja jetzt dann dazu kommt, sehe ich die 20 Millionen nicht. Dazu muss es ein günstigeres Auto geben. Wir sehen hier die Auslieferung in China. Auch in China würde das eine riesen Nachfrage generieren und nicht zu schweigen von Europa. Ja, lass mich gerne wissen, ob du dir einen kleineren Tesla oder einen günstigeren Tesla kaufen würdest. Würdest du dein Model 3 oder Model Y dafür eintauschen? Ich freue mich über dein Feedback. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Diese Tonspur kannst du auch als Podcast auf meinem Kanal auf tessysupply.com, auf Spotify und vielen anderen Plattformen hören. Bis dann und tschüss.